Wenn einer mit Bedacht einen Fuß vor den anderen setzt, mit den Händen fest einen Haselnusszweig umgriffen hält und fahrige Gedanken verbannt hat, dann ist das vielleicht einer, der Wasser sucht, dem Brunnenbauer zur Hand geht. Da sind dann zwei zusammen, die sich nicht wundern, wenn sich ohne jedes Dazutun die Rute in der Faust zu drehen beginnt. Oh, also schnell mal. Du bist krumm. Bei ihnen gibt es keinen Zweifel und keinen Drang nach wissenschaftlicher Erklärung. Sie wissen von dieser Kraft seit Jugend auf. Ist da eine Wasserader, zeigt es die Rute an. Aber nur bei dem, der es kann. Der Brunnenbauer Georg Stadler kann's nicht, was ihn verwunderte, wo er doch all das von seinem Vater gelernt hat, was einen guten Brunnenbauer, einen von damals, ausmachte. Aber das Rutengehen hat ihm der Vater nicht beibringen können. So braucht er einen, der da sucht und auch hoffentlich fündig wird, wohin sich der Auftraggeber einen Brunnen wünscht. So, jetzt können wir es angreifen. Ja, ohne Geld, jetzt hat er den nicht verdorben aufgeholt. Aber eigentlich ist das alles längst Vergangenheit. Denn so ein Brunnen, wie ihn Georg Stadler hier noch einmal gräbt, war schon in den 20er Jahren technisch überholt. Wurde aber bis etwa in die 50er, zumindest auf dem Land, noch so gebaut. Die Konstruktion dieser Brunnen war faszinierend einfach und funktional. Und alles Material, das es für die Herstellung brauchte, kostete nur wenig, denn es wurde von der umgebenden Natur geliefert. Auch heute gibt es den Beruf des Brunnenbauers noch. Der hat aber mit der Tätigkeit und den Handgriffen, so wie sie früher gebraucht und wie sie Georg Stadler gelernt hat, nichts mehr zu tun. Ein Brunnenbauer von heute bedient Bohrmaschinen, errichtet komplette Pumpwerke und verlegt Rohrleitungen, ist ein Techniker. Schwerste Handarbeit gehört der Vergangenheit an. Noch gibt es auch bei uns Außenbezirke, die nicht an die Fernwasserversorgung angeschlossen sind. Wird da ein neuer Brunnen benötigt, so reicht ein Loch von höchstens 30 cm. Das wird meist genau da gebohrt, wo man den Brunnen haben will. Denn in irgendeiner Tiefe wird man auf Wasser stoßen. Es ist Maschinenarbeit. Da spielen ein paar Meter mehr oder weniger nicht mehr die Rolle wie damals. Ohne einige Helfer war und ist das nicht möglich. Und es brauchte spezielles Werkzeug, das sich der Brunnenbauer, so es aus Holz ist, selbst gefertigt hat. Zum Beispiel die Winde oder Haspel, wie sie auch genannt wird, oder den Bock, die Schragen, wie es in Niederbayern heißt, der Heimat von Georg Stadler. Ab! Passt? Passt schon. Ja, da haben mich Leute oft gefragt, wie ich noch so ein Schulburg bin will. Was wirst denn du mal? Sag ich, das, wo mein Vater ist. Mein Vater ist ein Zimmerer und ein Brunngrober. Aber zuerst habe ich die Lehre gemacht als Zimmerer. Da war ich noch der Krieg gewesen. Dann bin ich heimgekommen, bin von der Gefangenschaft. Dann sagt der Vater, Bub, was machst du denn noch jetzt? Dein Meister ist nicht da, hilfst mir Brunngrum, nicht? Dann habe ich gesagt, ja, dann haben wir eine Lehre gemacht. Und zwar, der Vater ist als Altmeister anerkannt. 3,5 Jahre Lehrzeit habe ich gehabt, weil das Brunngrum eine Gefahr in Klasse 1 ist, habe ich 3,5 Jahre lernen müssen. Das Allerwichtigste ist beim Brunngrum, dass man drei zuverlässige Männer hat, auf die man sich verlassen kann,
die wo auch auf die Kommando Obacht geben, das reagieren, wenn man sagt, halt, auf, nieder. Weil wenn man so eine Trümmer auf den Kopf aufsaust, dann überlebt man es nicht mehr. Auf jetzt. Stopp. So, Mann, los, langsam nach. Nachlassen noch. Gut. Der Durchmesser des Schachtbrunnens wird einerseits so klein wie möglich gehalten. Das reduziert die Grabarbeit. Andererseits muss er so groß sein, dass darin gearbeitet werden kann. Auch dann noch, wenn er ausgemauert ist. Mit Hacken und Schaufeln von normaler Länge wäre das nicht möglich. 80 cm soll der Stiel lang sein, nicht mehr. Auf! Du hast nur den Kiel weiter hinter dir lassen, hinter's, wenn wir mehr Blut haben. Macht mir die Schaufel mit, nimmer die Gebäude in Weg und da kann man nicht rühren. Den Rand abstechen, nach Augenmaß, senkrecht. Das ist die eigentliche Kunst. Der Brunnenbauer, der das nicht beherrschte, hatte den Spott derer zu ertragen, die seinen schiefen Brunnen zu Gesicht bekamen. Gleich dem Verlauf einer Wendeltreppe, so gräbt sich der Brunnenbauer in die Tiefe und schafft so, zumindest zu Beginn der Arbeit, wenn meist noch Humus und leichteres Erdreich das Material ausmachen, 3 bis 4 Meter am Tag. Auf! Für nachbereite Schallungsbrüder. Wie ich Einprüfung gemacht habe, 1949, da war ich der einzige Brunnenbauer. Hat weit und breit keiner gegeben. Und da haben wir dann zu den Mauern gesteckt bei der Einprüfung. Und da hat man dann schon gemerkt, dass das alte Handwerk schon langsam zu Ende geht. Denn es hat dann Pumpen gegeben und Wasserleitungen. Und mein Vater, der wollte sich ja nicht mehr umstellen, wie ich gemeint habe, stellen wir uns um auf Brunnenbohren. Je nach Festigkeit des Erdreichs muss die Wand nach wenigstens einem halben Meter und höchstens 2 Metern gesichert werden. Es gab verschiedene Methoden dafür. Die eine, die Wand mit Brettern zu verschalen und mit einem verstellbaren Eisenring und Holzkeilen zu halten. Die andere, ältere, den Schacht viereckig zu graben und die 4 Wände mit dicken Brettern und eingespreizten Rundhölzern gegenseitig zu sichern. Was aber sehr viel mehr Aushub und Holzverbau bedeutete. Auf! Ab! Eine Messlatte, Kraft, Ausdauer, Augenmaß und Erfahrung. Das vor allem brauchte der Brunnenbauer. Wenn wir keine Schalung nicht mehr einbringen, dann darf man Strom aufhören. Denn Regenwasser, das hinter der Schalung herunterfließt, weicht die Wände auf. Ja, da haben wir jetzt Schwierigkeiten. Da haben wir jetzt schon ein Loch. Da haben wir schon ein Loch. Wir müssen bei Schalung mal die Schalung einbringen. Das Material ist los und fällt runter. Wo hat denn Schalung? Wo bleibt denn Breder? Da, Breder. Na ja, so, gut ist, der Mann muss runter und ab. Ja, da fällt mir jetzt gerade ein, da haben wir auch mal beim Brunnengraben gewesen. Es ist schon himmellang her, haben wir 4, 5 Meter unten herumgeschäunt, sauber ausgebeizt, dann schreie ich Kiwi auf. Und bin schon so auf 60, 70 cm unter der Schalung. Plötzlich sehe ich, wie die Wand bugelt wird, wie es wampert wird, wie es reinfällt. Und in dem Moment, wo das reinfällt, schießt Wasser raus, schau in derer Stärken. Okay. Dann habe ich geschrien, Kiwi runter. Ne? Haben wir schnell einen Kiwi runter. Dann sagt der Vater, ja, Bub, schau, dass du noch einen Eisenring rausbringst. Dann habe ich noch schnell eingehängt, dann rauf. Und in 5 Minuten waren die 5 Meter voll Wasser. Nichts mehr machen können. Zuschütten haben wir wieder müssen. Warum zuschütten?
die Antwort überrascht. Jener Brunnen hätte zu viel Wasser gehabt, weit mehr als vom Hof verbraucht worden wäre. Das Wasser hätte zu stinken begonnen. Das Wasser jetzt hier macht andere Sorgen. Unerwartet viel Oberflächenwasser hat sich einen Weg in den Brunnen gebahnt und begonnen, die Schalung zu hinterspülen. Aber der Regen ist vorbei und Georg Stadler hat alles im Griff. Auf! Aber es gab Probleme wie diese, die ihn das ein oder andere Mal zum Aufgeben zwangen. So, Mona, jetzt mach mal Brotzeit. Ja, wir uns schon hier hauen. Ja, aber dickere Scheiben. Ja. Hier kann man ja noch halb jungen. Du bist da? So, Mann, jetzt habt ihr schon Hunger. Los, Zeit schmecken. Ja, danke. Magst du nichts? Nein, ich hab schon gegessen. Ich brauch nichts. Brotzeit hat es für Georg Stadler und seine Männer immer gegeben, auch wenn die Zeiten schlecht waren. Dann vielleicht nicht so üppig. Manchmal, so erinnert er sich, gab es nur einen Kantenbrot und ein Schäps, ein Dünnbier. Aber das ist lange her. Ist gut, dass das Wetter so mitmacht. Muss ich schon sagen, schau, hier kommt der Hund. Ja, ich weiß, wie hat mir eine neue gekommen, was meinst du denn? Weiß ich nicht genau, ein bisschen los kommt schon daher. Magst du keine Wurst nicht mehr? Na ja, magst du nicht. Probier einmal andere. Weil er sagt, dass die anderen. Aber die Depreziner probieren. Ja. Depreziner? Die haben gut. Die haben so gut, sagt er. Stopp. Ab. Ja, Herrschaft, jetzt kommt's Wasser schon leid. Kein Sturzbach, ein kleines Rinnsal nur. Genau richtig, wenn es kontinuierlich fließt und sich der Brunnen über Nacht füllen kann. Auf dass der Vorrat für den Tag reicht. So wird das Wasser immer frisch sein. Das Problem ist, wenn das Wasser kommt, dass die Wand einstürzen kann. Und dann wird man natürlich schauen, dass man Wasserstand kommt. Und das macht man zuerst mit einem Holzkranz, kommt der rein, dann kommt ein Ziegelstor draufgerichtet und dann untergrabt man den Holzkranz und dann sackt das langsam ab. Und dann, wenn das soweit ist, kommen Bruchstor drauf. Und Bruchstor, das kann ich nicht, das macht dann der Bruchstormaurer. Wasserstand graben, der Begriff dafür, wenn Graben und Sichern der Wände Hand in Hand geht. Die Steine stützen die Wand und der Holzring verhindert, dass die Mauer beim Untergraben einstürzt. Die Ziegel und später auch die Bruchsteine werden ohne Mörtel gemauert, eine Trockenmauer. Sie hält den Wanddruck aus, denn nach innen können die Steine nicht ausweichen, da der Radius ja enger wird. Gut. 1,5 Meter hat Georg Stadler den Wasserstand gegraben und gemauert. So hoch also wird sich das Wasser hier sammeln. Genau die richtige Menge, um dieses Anwesen zu versorgen. Schuss, bin nicht früher. Passt schon, haben wir gleich fertig. So, jetzt könnt ihr mich aufziehen. Grüß dich. Ja, grüß dich. So, jetzt kannst du ein bisschen spielen, der Hund. Ich muss jetzt zum Teich anschauen. Ab. Kriegst du mir gleich ein paar flache Steine her? Was sucht ein Brunnenbauer im Wald?
Sachsen, die. Ganz ideal sind die noch nicht. Ja, feine Rinden hat er gerade nicht. Aber gerade ist er. Hier, den nehmen wir. Er sucht sich einen Baum für das hölzerne Pumpwerk. Es muss eine Kiefer sein mit möglichst feiner Rinde, was darauf schließen lässt, dass der Kern groß ist. So ein Holz kann getrost 15 bis 20 Jahre im Wasser stehen. Ach, mach du weiter. Recht. Deichel, Teuchel, Piepen. In Niederbayern werden sie Deichen genannt. Holzrohre mit Pumpmechanismus. Georg Stadler ist einer der Letzten, die den Bau dieses genial einfachen Geschöpfs noch beherrschen. Hier ist lang ein bisschen her, du. Kernmarkt ansetzen. Jetzt lass mich noch durchschauen. Hier ist jetzt geht's los. Je Brunnen braucht es eine sogenannte Saugdeiche. Mit diesem Baumstück von maximal 5,5 Metern Länge wird das Wasser angesaugt. Und je nach Tiefe des Brunnens braucht es noch eine oder mehrere Pumpdeichen, in denen das angesaugte Wasser dann vom Kolben weiter nach oben gehoben wird. Die Kunst ist es, die Spitze des Bohrers immer genau dem Kernmark folgen zu lassen, das wie eine schwarze Linie die Baummitte durchläuft. Nach jedem zweiten Bohrgang prüft Georg Stadler, ob er auch wirklich die Richtung hält. Ja, da haben wir noch ein bisschen nieder. Im Idealfall liegt der schwarze Punkt genau an der Spitze. Weicht er davon ab, muss das Auflager der Bohrstange entsprechend korrigiert werden. Das Schöne an dem Beruf ist, dass es unterschiedliche Arbeiten gibt. Einmal mit Erdreich, das andere Mal mit Holz. Aber mit Holz arbeite ich halt lieber, weil man es ja nicht gut so schinden braucht. Ist der Stamm über die Gesamtlänge mit einem 40 mm Loch durchbohrt und hier das kurze Stück, das die Saugdeiche bildet, davon abgesägt worden, muss im restlichen Baumstück, das die Pumpdeiche ergeben wird, das Loch noch auf mindestens 95 mm vergrößert werden. Drei Bohrereinsätze gibt es von 20, 40 und 60 mm. Um ein Loch noch größer bohren zu können, werden an den letzten Bohrkopf Beilagen geschraubt. Die Bohrung muss genau sein, damit der Kolben später hier dicht anliegt und sein Pumpwerk verrichten kann. Gut. Einer passt. Mach was zu zweit. Ja. Georg Stadler spricht zwar davon, dass dieser Arbeitsabschnitt der leichtere ist. Und doch kann die Kraft dafür von einem allein auf Dauer nicht aufgebracht werden. Da wird deutlich, welche Mühe in diesem Handwerk steckte. Aus! Wenn man so ein hetzers Pumpwerk in Querschnitt betrachtet, dann sieht man da herum einmal den Schwinge. Das sind zwei hölzerne Rohre, wir sagen wir ja, Deichern dazu. Die untere Rohr oder Deicher, die ist bloß mit einem 40 mm Loch gebohrt. Die obere ist mit einem 95 mm Loch gebohrt. Die Pumpdeiche wird zugespitzt, um sie später mit der Saugdeiche luftdicht verbinden zu können. Erst jetzt wird der Stamm geschäpst, denn die Rinde hat für mehr Halt auf den Böcken gesorgt. Der Kolben ist aus Erlenholz. Um ihn zu bauen, braucht Georg Stadler keine Maschinen. Alles ist Handarbeit. Ein Brunnenbauer hat die Holzbearbeitung so können müssen wie das Graben. Auch wenn er nicht wie Georg Stadler zusätzlich das Zimmererhandwerk gelernt hat. Das ist der Kolben in dem Bereich, der ist an der untersten Stelle mit der Ledermanschette beschlagen, die genau abschließt in der Bohrung drin. Dazwischen drin ist die Ventilklappe. Geht der Kolben nach oben
mach die Klappe zu und heb das Wasser mit rauf. Auch dieses Ventil ist von denkbar einfacher Bauart. Ein Rindslederstück, beschwert von einem kleinen Holzklotz, ist Dichtung und Scharnier in einem. Das ist alles. Und es funktioniert. Über Jahre. Vermutlich gerade deshalb, weil es so simpel ist. Und musste es einmal repariert werden, so war meist nur das Leder zu erneuern. Die Halterung für den Schwengel ist Teil der Pumpdeiche, muss also bei der Berechnung der Länge mit berücksichtigt werden. Um sie aus dem Stamm zu formen, benötigt Georg Stadler Axt, Säge, Stemmeisen und Reifmesser. Die Ledermanschette wird nur unten am Kolben angenagelt. So kann sie sich oben wie ein Trichter öffnen. Und wenn dann das Wasser da hineindrückt, presst es das Leder an die Wandung und dichtet ab. Gib mir mal einen Stein. Oh mein, der passt nicht. Einen flachen brauche ich. Während Georg Stadler mit dem Geschöpf beschäftigt ist, wächst die Bruchsteinmauer Stein um Stein. Es scheint zu einfach und doch erfordert gerade der Bau einer Trockenmauer besondere Fertigkeit. Drückst du mal die Schallung rauf? Okay. Früher griffen die Arbeiten der verschiedenen Handwerke ineinander, ergänzten sich, waren Voraussetzung für die Herstellung der meisten Gegenstände des Alltags. Der Brunnenbauer zum Beispiel musste zum Schmied, war auf ihn angewiesen, auch wenn es nur wenige Teile waren, die er sich anfertigen lassen musste. Ja, hier ist die Turm. Hast du den Ring schon fertig? Ja, den hab ich schon. So, messen gleich. Ja, das passt. Ja. Krieg ich aber Brunnen, wo ich abhalt. Zwei Stunden hast du ist schon recht. Okay. Ringe von unterschiedlichen Durchmessern braucht es. Einen für das untere Ende der Pumpdeiche, zwei kleine Ringe für den Kolben und eine Gabel und Bolzen. Alles Sonderanfertigungen. Früher war das der Normalfall, heute ein Schreckgespenst, der Kosten wegen. Die Saugdeiche für diesen Brunnen ist kurz, die kann einer tragen. Aber die Pumpdeiche, die geht mächtig ins Gewicht, da das Holz ja frisch geschlagen sein muss. Würde man den Stamm trocknen lassen, so bekäme er Risse und wäre undicht. Grüß dich! Grüß dich! Bist schon bald fertig? Ja, gleich hol ich. Ja, absetzen! Aber ehrlich! Grüß dich! Fertig, hebt auf! Auf! Noch mehr ein bisschen. Halt. Habt ihr es jetzt? Ja. Stopp. So, nicht so bleiben. Oh, genug lassen. Das jetzt ist ein kritischer Moment. Wird die Pumpdeiche nicht genau senkrecht auf die Spitze der Saugdeiche heruntergelassen, wird verkantet, so kann es sein, dass die Verbindung zwischen den beiden nicht mehr dicht zu bekommen ist. Auf mit dem Trieb! Da bin ich auch einmal auf einer Holzanlage aufgestiegen. Und wie ich da meinen ersten Fuß aushebe, auf frei aus, bricht mir beim anderen Fuß der Holzsprossen ab. Haut mich natürlich runter, der Brunnen ist 7 Meter tief gewesen, 3 Meter Wasserstand und ist noch eine Teicherung gestanden.
Da habe ich halt ein Glück gehabt, dass ich nicht auf den Teich raufgefallen bin. Sonst wäre das besser ausgeschaut. Und es sagt man halt, dass der Brunnenbau eine gefährliche Arbeit ist. Und da konnte ja noch mehrere Sachen passieren. Noch einige Schläge und die Verbindung der beiden Deichen wird, solange das Holz nicht morscht, dicht bleiben. So. Bolzen. Bissl einer. Nimm ein bissl. Gut, bolzen. Halt, das ist nix. Ja, ich kann nicht haben. Auf! Ich bin sicher, das ist mein letzter Brunnen gewesen. Die Zeit ist vorbei. Aber ich weiß nicht, wenn ich noch einmal jung war, ob ich noch einmal Brunnenbauer werden darf. Also schinden möchte ich mich nicht mehr. Aber damals war es halt so. Was man gelernt hat, hat man gemacht. Und man hat es gewissenhaft gemacht, so gut man können hat. Thank you.